Hallo ihr Lieben, euer Girl Cecilia hier und herzlich willkommen zurück zum Girls Day. Heute tatsächlich auch mit einem sehr girly Thema. Und zwar geht es heute um girly Girls. Ich selbst bin auch ein girly Girl. Doch zuallererst, was ist das eigentlich? Was zum Geil ist ein girly Girl? Ein girly Girl ist ein Girl, was quasi nie älter wird. Ist immer noch verspielt und egal wie alt, sie bleibt sich treu. Bleibt immer girly und liebenswert und besonders feminin. Denn wir Girly Girls lieben es einfach, feminine Sachen zu tragen und natürlich auch uns dementsprechend anzupassen. Außerdem verhalten wir uns sehr, sehr girly. Definitiv, daher kommt ja auch der Name. Für den Namen aus Süß sind wir doppelt gemoppelt. Girly und Girl. So doppeltes Mädchen irgendwie. Und ja, auf mich tritt das natürlich auch so. Klar habe ich ganz wenige Eigenschaften, die überhaupt nicht girly sind, aber das verschieben wir mal auf ein anderes Video. Hauptsächlich bin ich super girly und jeder, der mich privat besser kennt, der weiß das. Und das muss ich nur privat sagen. Auch ihr, der diese Videos öfter schon schaut, werdet das wahrscheinlich gemerkt haben. Hey Girl, du bist echt super girly. So, wie äußert sich das denn? Punkt Nummer 1. Wir Girly Girls tragen eigentlich immer Schmuck, Accessoires, Ketten oder sonst was, was uns irgendwie etwas bedeutet. Heute zum Beispiel richtig girly, hier in Pink mit Glitzer und hier habe ich meine Lieblingskette. Einfach wunderschön. Ich möchte immer in jedem Arm irgendeine Kette haben oder ein Armband, irgendetwas. Es ist halt super süß, hier mit Herz und Weiß und Glitzer. I just love it. Das ist ja nicht umsonst meine Lieblingskette. Dann natürlich an jedem Finger ein Ring. Das ist halt besonders feminin und da hast du halt noch so ein Accessoire an jeder Hand, was dich begleitet. Ich trage eigentlich immer einen Haarklapp. Das kann eine Blume sein, eine Schleife sein oder sowas sein. Hier, das ist ein Schmetterling, der glitzert. Natürlich auch in Roségold, passend zum Gesamtpackage und hier halt so ein Herzschlüssel von Sailor Moon actually. Richtig schön. Und ja, ohne meine Accessoires, keine Cecilia. Ohne Accessoires gehe ich nicht raus. Ohne Accessoires fühle ich mich nicht kompliziert. Die Accessoires und streichen Charakter, das Girly Girl sein somit und natürlich auch das Outfit. Es gibt ein besseres Gesamtpackage. Klar, ich trage keine Kette oder Armband, wenn ich jetzt eine Jacke anhabe oder was Langärmeliges habe. Das natürlich nicht, aber so wie ich jetzt bin, kann ich locker dieses wunderschöne Armband tragen. Punkt Nummer 2. Wir Girly Girls tanzen und singen beim Schminken oder bei irgendwelchen langweiligen Alltagssituationen. Ich erzähle euch mal was von meinem Alltag. Girl steht auf. Girl macht sich erst was zu essen. Jetzt habe ich wieder was zu essen. Und ja, alles in so einer tanzenden, flotten Bewegung, beim Strahlen, beim Lächeln. Nicht immer, wenn ich gerade aufgestanden bin, je nachdem, wie ich mich fühle, wie ich geschlafen habe. Aber ich mache auf jeden Fall immer die Tanzbewegung. Und beim Schminken. Das mache ich, nachdem ich gegessen habe. Sollte man auch tun als Girl. Erst essen, dann schminken, weil sonst hat man hier noch Essensreste und das ganze Make-up irgendwie kaputt. Mach das nicht, Girls. Erst essen, dann schminken. Ganz wichtiger Tipp. Auf jeden Fall beim Schminken habe ich immer Musik an und wenn mich da irgendwie eine Phrase richtig catcht oder Beat geil ist, ich tanze da rum im Badezimmer und schnappe ich mir meine Haarbürste und verwende die als Mikrofon. Oder meinetwegen auch hier zum Beispiel das sowas, was die Lippen glänzend macht. Da verwende ich das als Mikrofon, tu so, als würde ich singen. Richtig verspielt, richtig girly, ich hab Spaß. Bei immer im Singen und Tanzen. Manchmal singe ich damit, auch wenn ich nicht singen kann. Aber hauptsächlich ist, macht Spaß. Und das Singen und Tanzen zu jeder Kleinigkeit ist super girly. Definitiv. Und das machen wir Girly Girls. Eigentlich bei jedem Quatsch. Und auch wenn wir Girly Girls untereinander sind, machen wir das. Und natürlich mache ich sowas auch beim Staubsaugen.
bei allem langweiligen Alltagsmüll, was sonst keinen Spaß macht, machen wir irgendwie das Ganze spaßig. Denn ihr wisst doch, Girls just wanna have fun. Deswegen, Punkt Nummer 3. Jedes Girly Girl hat so ein Sammelhabit. Viele Girly Girls sammeln irgendwie pinke Sachen. Also pink ist trendy, cool, wenn wir mehr von, voll cute. Ich habe auch viele pinke Sachen, aber ich würde nicht sagen, dass ich pinke Sachen sammle. Weil ich ja nicht nur pink trage. Pink ist zwar meine Lieblingsfarbe, wie wahrscheinlich bei jedem anderen Girly Girl. Aber ich trage natürlich nicht nur pink. Heute, perfekt für dieses Video, trage ich pink. Aber ich trage nur pink. Was habe ich für komische Girly Girl Sammelhabits? Ich habe eine abnormale Parfümsammlung. Und meine Parfüms sind, gerade gibt es ein paar Ausnahmen, aber die meisten, die ich besonders liebe, sind super süß. Und was bedeutet das, wenn man super süß ist? Richtig, super girl. Wie zum Beispiel das hier. Da habe ich gerade ein Review zu gemacht. Das ist Marc Dior Sweet Strawberry. Und das riecht einfach super girl. Super süß. Voll nach Erdbeeren mit leichten Schokoladentouch. Und das ist so ein typisches Girl-Girl-Parfüm. Ja, ich sammle ganz viele Parfüms. Und cute Sachen. Sollen es irgendwelche Anstecker? Sowas hier. Oder Schleifen, die man ins Haar macht. Tue ich auf jeden Fall. Ich habe ganz viele Dakimakuras, Anime Girls, die auch super süß sind. Also jedes Girly Girl hat irgendwie so ein Sammelhabit. So, ihr Lieben, Punkt Nummer 4. Vier Girly Girls, egal wo wir sind, haben wirklich immer die Lage voll bereit. Selbst hier, bei Aufnahmebereich, hier ist die Lage voll. Warum haben wir das? Weil wir immer perfekt sein wollen. Perfekt die Fingernägel haben wollen und mal was absplittert und macht keine Pfeile. Das wäre eine Albtraumvorstellung. Definitiv. Deswegen, jedes Girly Girl, definitiv immer eine Nagelfeile. Punkt Nummer 5. Jedes Girly Girl macht eigentlich den hier. Ich tue es auf jeden Fall immer. Egal wo ich bin, ich kreuze die Beine. Bei Videos eher weniger, aber dann bin ich nicht in der Aufnahmemodus. Das ist für mich so der absolute Chill-Modus. Drückt Feminität aus, Höflichkeit aus und Zuneigung. Aber wenn ich das nicht mache, dann bin ich halt in diesem Aufnahmemodus. Dann weiß ich, Girl, du musst was tun. Und dann kannst du die Beine wieder kreuzen. Aber wirklich, jedes Girl setzt sich hin und das Erste, was sie macht, ist die Beine zu kreuzen. Definitiv. Punkt Nummer 6. Wir Girly Girls machen gerne den hier. Und immer wenn ich meine Videos rendere, fällt mir auf, oh Gott, machst du so oft sie oder den oder... Ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, wie oft ich das hier mache. Auch bei meinen Streams. Ich weiß nicht, wir lieben es einfach mit unseren Haaren zu spielen. Typisch verspieltes Mädchen. Und wir sind stolz auf die langen Haare, denn wir Girly Girls haben eigentlich immer lange Haare. Und ja, da so ein bisschen mit rumzuspielen oder diese Hairflips zu machen, ist einfach... Ich weiß nicht. Es ist halt auch super girly und mir macht das einfach Spaß. Nur bei mir wird es langsam ein bisschen kriminell. Ich mache das echt so oft. Ist mir aufgefallen in Videos und... Ich muss ein bisschen runterkommen. Girl, komm auf den Boden. Punkt Nummer 7. Girly Girls, immer komplett top gestylt. Guck mich an. Ich habe mich schon mal irgendwann erwischt, wo ich nicht top gestylt war. Alles on point. Pinkes Outfit, pinke Eyeshadow mit Glitzer. Weil hier ist auch Glitzer. Deswegen ist hier auch rosa Gold Haarclip mit Glitzer. Rosa Gold passt zum Pink. Glitzer passt zum Glitzer. Das hier Glitzer, das Weiß passt gut zu den Steinchen hier drauf. Hier auch nochmal Glitzer. Und hier
Den Ring, den ich actually immer trage, der passt so auch zu ihrem Outfit. Im pinken Stein. Einfach toll. Lippenstift. Alles on point. Auch in pink. Ich bin immer perfekt gestylt, deswegen bekomme ich auch tatsächlich in der realen Welt draußen sehr oft Komplimente. Ich wurde schon von random Personen angesprochen, obwohl ich Kopfhörer auf hatte, weil ihr müsst wissen. Ich stehe immer mit Musik raus. Für die Welt ist sonst viel zu langweilig. Oder dann kommen laute Autogeräusche oder Bauarbeiten. Ich will den Mist nicht hören. Ich will meine eigenen Vibes haben, meine Musik. Und ich bin immer mit Musik unterwegs. Trotzdem wurde ich schon von random Personen angequatscht. Und die haben mir einfach nur ein Kompliment gegeben. Weil ich immer so top aussehe. Und das ist halt schon eine Kunst, I guess. Aber das ist der Vorteil vom Girly Girl. Outfits, alles passt zusammen. Das Einzige, wo ich ein bisschen... wie soll ich sagen, nicht so passend bin, sind halt die Fingernägel. Gut, passt jetzt Pink, Türkis und Pink sind tolle Farbkombinationen, aber ich, wenn ich jetzt Rot anziehe, habe ich auch türkise Fingernägel. Weil der Witz ist, ich mache doch nicht jeden Tag die Fingernägel neu. Nagellack entfernen, Fingernägel neu machen, Daumen zurück, ist mir zu aufwendig. Manchmal kriegst du die Reste auch gar nicht richtig weg. Vielleicht ist mein Nagellack entfernen auch einfach nur komplett kacki. Aber sind wir ehrlich, die Arbeit mache ich mir nicht. Also das Einzige, was mir nicht passt, sind halt die Fingernägel. Aber die Finger an sich, beziehungsweise die Nägel, sind auch immer gut gemacht. Das heißt, das ist gut lackiert und gut gefeilt. Punkt Nummer 8. Wir Girly Girls lieben es, cute Emotes zu verwenden. Oder Girl Emotes verwenden. Die süßen Emotes von WhatsApp, Social Media verwenden wir. Definitiv. Das heißt jetzt Glitzer-Emotes, Funkel-Emotes oder ein Herz mit Funkeln. Das sind meine Favorites. Aber es können auch alle anderen coolen Emotes sein. Wir lieben es einfach. Kurzmund, Schleife. Das sind so die typischen Girly-Girl-Emotes. And I just love them. Punkt Nummer 9. Shoppen gehen und Spaß haben. Wie gesagt, Girls just wanna have fun. Und shoppen gehen mit den Girls gehört definitiv dazu. Wir Girly Girls lieben es einfach, die Kreditkarte komplett auseinanderzureißen, bis wir am Ende auf den Kontostand schauen und merken, oh, haben wir ein bisschen zu viel Spaß im Leben gehabt. Und ein bisschen zu viel gekauft. Dann denkt man so, oh, ich habe ja nur 100 Euro, aber der Monat hat ja gerade angefangen. Wie soll ich jetzt überleben? Und das passiert mir zum Beispiel sehr, sehr oft. Aber shoppen gehen mit den Girls ist natürlich immer super toll. Punkt Nummer 10 und damit der letzte Punkt. Wir Girly Girls sind super feminin gekleidet. Sei es jetzt Figur betont, pink oder anders girl. Aber es ist immer feminin. Es können Röcke sein, Kleider sein, aber irgendwie hat es einen femininen Touch. Das ist ganz wichtig. Ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Seid ihr selbst Girly Girls? Habt ihr was von diesen Girly Girl Eigenschaften? Weil ich identifiziere mich ja damit komplett. Deswegen bin ich auch Lipstick-Lesbien. Weil als Lipstick-Lesbien achtest du ja auch komplett auf diese Eigenschaften. Weil Lipstick-Lesbien sind ja lesbische Frauen, die auch auf sowas stehen. Besonders feminine Frauen. Somit natürlich auch Girly Girls. Gut, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Habt ihr ein bisschen was über mich gelernt? Bisschen Erfahrung gebracht und werden mal wieder so ein bisschen Girls Talk. Den habe ich auch immer gerne auf diesem Kanal. Auch wenn es nicht so oft kommt. Trotzdem hin und wieder brauche ich das. Das wäre es von der Seele reden. Und ja, das habe ich hiermit getan. In diesem Video. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da.
freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!